Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta. Heute hier auf Terraform gegen auch jemanden, der Zufall spielt. Oh, was wird das wohl werden? Wir sind Zerg. Okay. Das finde ich gar nicht so schlecht gegen Zufall. Da sollten wir nämlich relativ gleich spielen können gegen alle Rassen. Es sei denn, unser Gegner ist auch Zerg. Da müssen wir ein bisschen anders spielen, ein bisschen aggressiver sein normalerweise. Aber ansonsten ist das ganz gut für uns. Ich denke, ich werde einfach so dreist sein und trotzdem Hedge First spielen. Und egal, was mein Gegner für eine Rasse ist, aber ich werde scouten gehen. Ich weiß nicht, ob ich parallel zu Hedge First scouten gehen sollte oder. Naja, ich werde nach dem Pool scouten. Jetzt nehmen wir hier erst die Hatchery. Wir sind ja wieder bei 18. Weil ich die Drohne ein bisschen früh runterfahren habe. Oder habe fahren lassen. Aber was soll's. Da. Ein SCV. Also, wir haben einen Terraner-Gegner. Dann scoute ich auch nicht. Haben wir Glück, dass unser Gegner sich uns so nähert. Weil er natürlich auch einen Bunker bauen kann, dann wäre das nicht so glücklich für uns. Aber er kommt hier reingefahren. Okay, damit kann er natürlich immer noch einen Bunker bauen, aber er wäre auf jeden Fall später. So, ich gehe jetzt nochmal auf 20 hoch. Aber er könnte jetzt halt hier hinfahren und was bauen. Wir sehen das halt nicht, weil die Hatchery natürlich ziemlich wenig Vision gibt, solange sie noch im Bau ist. Wir fahren jetzt einfach mal runter. Okay, er baut nichts, aber er ist hier noch rumgefahren. So, einmal Linge. Overlords verteilen wir schon mal sehr schön, dass wir möglichst die Dropwege auch einsehen können. Und dann kommt erstmal hier alles nach unten an Drohnen. So, er scheint also keinen Reaper zu spielen, sonst wäre da ja schon länger was gewesen, denke ich. Sonst wäre er schon da, wollte ich damit eigentlich sagen. So, wir bauen weitere Queens und vor allen Dingen auch einen Overlord. Und Speed sollten wir unbedingt mal andrücken. Und dann noch einen zweiten Overlord gleich. Ich würde gerne, sehr, sehr gerne wissen, ob er hier, ja, das sieht stark danach aus, dass er hier die Echse genommen hat. Vermutlich sogar CC First, weil wir kein Reaper gesehen haben von ihm. Wir nehmen jetzt einfach eine sehr frühe dritte. So, und die erste weitere Queen ist gespawnt. Das heißt, ich kann hier schon mal Creep hinsetzen. So. Und wir gehen auf Leertech. So, dann kommen drei Drohnen hier rein. Manuell. So. Und dann creepen wir hier ein bisschen. Dann werden wir hier gleich zuwallen. Mit einem Roach Run und Evolution Chambern. Ups. Und wir werden aber gleich auch ein Baneling Nest nehmen. Aber das nehmen wir hier. Oh, verdammt, jetzt habe ich nicht gesehen, was das genau war. Ich nehme an, Aliens, oder? So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon den Leertag. Ups, jetzt habe ich irgendwas angedrückt, was ich gar nicht wollte. Ich würde jetzt ganz gerne ein paar Roaches bauen. Oh, und
Ich habe hier die Geysire noch nicht besetzt. Das ist suboptimal. Denn so kann ich jetzt erstmal keine Upgrades nehmen, weil ich brauche erstmal ein paar Roaches, sonst ist mir das jetzt so riskant. Und ich habe, glaube ich, viel zu viele Overlords gebaut. So, ein paar Drohnen habe ich jetzt auch noch gebaut. Lieb schön vorantreiben. Und noch ein paar mehr. Ah, das war eine Widowmine. Ich verstehe. Wo sind denn unsere Overlords alle? Ich hole nein. Das wäre natürlich jetzt gut, dann könnten wir hier verhindern. Leider nichts dagegen da gerade. So, die ist schon mal tot, das ist gut. So. Ah, ich war zu spät. So, jetzt können wir gleich die ersten Mutas auf den Weg bringen. Gasgasierer nehmen. So, erste Mutas sind im Bau. Was müssen wir hier eigentlich? Ja, wir haben so wenig Vespingas im Moment. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass er hier so offensiv streift mit seinem Raven. Dass wir da jetzt natürlich einen Mutter verloren haben, war absolut nicht erwünscht, aber ja, egal, passiert. So, noch ein paar mehr Drohnen. Vierte bauen, Makro-Hedge bauen. Weiteren Tech in Auftrag geben. Injects. Alle Mutas, die gehen. Bauen. Creep Spread vorantreiben. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Tempo machen. Overlords bauen. Wo haben wir? Dann nehmen wir jetzt hier Overlord Speed. Hive Tech müsste. Ja, dauert noch. Okay, und dann merke ich jetzt erstmal mit Lingen. Wir werden jetzt gleich erstmal ein bisschen angreifen gehen. So, du darfst hier auch einmal hängen creepen und danach injecten. Ganz viele Bailinge bauen. Mineralienfeld erschöpft. So, und einen Ultralisk, den wollen wir natürlich auch haben. Ah, können wir noch nicht ganz. Gleich erst, der ist noch im Bau. Gut, dann maxen wir weiter mit Lingen auf. Und Overlords jetzt als nächstes. Mineralien. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte. So. Nein. Und Greater Spire nehmen wir auch mal gerade. Und hier Link-Upgrades, die nächsten.
So, hier wollen wir vor allem das Gas haben. So, und wir bräuchten halt auch unbedingt gleich die ersten Ultralisken. Okay, wir werden ohne Ultralisken fighten. Ganz offensichtlich. Jetzt sind aber Ultralisken im Bau. Jetzt müssen wir nur noch hier das Upgrade für die in Auftrag geben. Dann haben die gleich 7-3 oder so. Brauchen wir Overlords, wir brauchen auch noch ein paar Overseer. Und dann ist gleich 3-3 im Raum. So viel haben wir jetzt hier nicht mehr, ne? Nein. Er ist halt leider nicht hier durchgegangen durch meine Baning. Oh, wir haben das Dreier-Dingens immer noch angerückt. Okay, es hat auch scheinbar geklappt hier. Mineralienfeld erschöpft. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, die stirbt halt. Ja, egal. Und selbst die kriegt er nicht down, so wie es aussieht. Was wir allerdings bräuchten, wäre hier, glaube ich, wieder neue Drohnen. Das heißt, wir maxen jetzt mit Drohnen. Und dann geht es jetzt hier nach vorne, denn wir haben 3-3, beziehungsweise 3-2 haben wir, glaube ich. Ganz viele Widow Mines. So, und dann pushen wir jetzt hier hoch. Wir brauchen nochmal ein paar Drohnen, denn sonst haben wir gleich hier ein Problem. Ah, ihr kommt hier nicht raus, oder was? Das macht unsere Armee natürlich deutlich schwächer, wenn wir hier kaum Ultralisken haben. Jetzt schon mal nix. So, und dann werden wir jetzt hier sandwichen. Ah, sie sind so rumgelaufen. Blöd. So, er ist jetzt hier wieder dran. Ist mir aber egal. So, wir gehen jetzt auf seine dritte. Ich habe halt voll wenig Geld gerade. Ich muss unbedingt wieder neue Drohnen bauen. Wir brauchen mehr Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. So, und jetzt muss man einfach noch Linge nachströmen lassen, glaube ich. Gut, ziehen wir uns nochmal zurück.
So, neue Mutalisken brauchen wir auch. Aber ich brauche halt vor allen Dingen neue Drohnen. Und neue Hatcheries. Das Problem ist, dass er halt noch Mining hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich kann halt mein Geld im Moment nicht ausgeben, weil ich keins habe. Macht das Sinn? Nein. So, komm, aber jetzt müssen wir mal hier eben trotzdem hier das Ganze eben auf die Reihe bekommen. Wir haben halt im Moment nur Mining von einer Basis und hier Long Distance Mining. Hier würde sich auf jeden Fall auch noch eine Hatchery lohnen. So, bauen wir da auch mal ganz schnell eine. So. Wir können aber nicht alle verlieren hier. Aber wenn er alles verliert, dann ist das gar nicht schlecht für uns. So, wir müssen aber erstmal hier auf seine dritte wieder gehen. Wir haben halt nicht mehr genug Mineralien, um Banelinge zu morphen im Moment. Da war was. Gut, dass wir das gesehen haben. Das hätte nämlich teuer werden können für uns. So, und jetzt brauche ich einfach Einheiten. Ich muss mich einfach mal maxen hier. Nimm die halt hier eine Basis nach der anderen auseinander. Das ist halt schrecklich, aber so wirklich viel dagegen kann ich halt nicht tun im Moment. Denn er ist halt mit seiner Armee viel, viel mobiler als ich. GG. Da war er dann zum Schluss zum Glück ein bisschen mehr ausgehungert als wir. Anders kann man es ja nun nicht sagen. Am Ende war es eher so ein Krüppelkampf, aber gut. Passiert. Wir waren aber halt die ganze Zeit vorne. Haben uns nur so ein bisschen verarschen lassen von ihm. Aber gut, das passiert. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.